Dieser Film erzählt das Märchen von der Arbeit für alle. Es beginnt in dieser Nürnberger Trutzburg, in der Herolde Monat für Monat die neuen Schreckensmeldungen verkünden. Der Arbeitsmarkt hat sich im August dieses Jahres relativ günstig entwickelt, mit einem Rückgang von rund 38.000 Menschen auf etwas über 4,3 Millionen Arbeitslose. Damit ist die Quote unverändert bei 10,4%. Und die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl, das ist besonders wichtig, stagniert, hat also nicht weiter zugenommen. Und weil die bösen Nachrichten die Untertanen beunruhigen, ja sogar rebellisch machen, erzählen die Regenten gerne beruhigende Gute-Nacht-Geschichten. Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Dieser Herrscher hatte sich eine besonders schöne Geschichte ausgedacht. Das war anno 1996. Erinnern Sie sich noch? Wir haben über 4 Millionen Arbeitslose. Und diese Zahl ist nicht zu akzeptieren. Und deswegen habe ich gemeinsam mit den Führungen der deutschen Unternehmerschaft und der Gewerkschaft einen Pakt geschlossen, den wir jetzt Stück für Stück ausfüllen müssen, mit dem ganz klaren Ziel, bis zum Jahr 2000, das ist in 4 Jahren, die Arbeitslosenzahl zu halbieren, das heißt neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und als sich ein neuer Herrscher um den Thron bewarb, anno 1998, wusste auch er, was das Volk allzu gerne hört. Ob er wirklich selbst an sein Märchen geglaubt hat? Ich möchte gemessen werden nach 4 Jahren, die wir uns erkämpfen wollen am 27. September an einer einzigen Frage. An der nämlich, ob es einer neuen Regierung gelungen ist, die Arbeitslosigkeit massiv zu senken. Daran wollen wir gemessen werden. In der Tafelrunde der Nürnberger Trutzburg werden die Versprechungen der Herrscher Monat für Monat entzaubert. Aber das Volk liebt nun einmal Märchen und glaubt deshalb fest an die Macht der Magier. Eine erschreckende Zahl aus Nürnberg lässt uns in den Osten Deutschlands fahren. Görlitz an der Neiße hat 12 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch rund 25% Arbeitslosigkeit. Mitten durch die Städtelandschaft wurde 1945 die deutsch-polnische Grenze gezogen. Aus der einst wohlhabenden schlesischen Kommune ist ein Problemfall geworden. Görlitz empfängt seine Besucher mit reihenweise frisch renovierten Häuserzeilen. Das Stadtbild zählt sicher zu den schönsten der ganzen Republik, solange man nicht hinter die Kulissen schaut. Denn viele der renovierten Häuser stehen leer. Knapp 20.000 Einwohner hat Görlitz seit der Wende verloren, weil es keine Arbeit mehr gibt. Und trotzdem ist die Arbeitslosigkeit prozentual nicht gesunken. Sie schwankt immer noch um die verheerenden 25%. Doch es gibt Lichtblicke. In der Innenstadt die Fahnen einer gut gehenden Druckerei mit 30 Beschäftigten. Wir stellen uns vor, dass bei dieser hohen Arbeitslosigkeit ein Unternehmer in der glücklichen Lage sein müsste, unter vielen Bewerbern seine Mitarbeiter auszusuchen. Aber der Besitzer, ein Amerikaner, dessen Frau aus der Region stammt, hat Schwierigkeiten, seine offenen Stellen zu besetzen. Ja, ich habe eine Dame, die wir haben eine Arbeit angeboten. Sie hätte in unser Archivkeller für ein paar Monate arbeiten müssen. Wir haben ihr den Job angeboten, sie hat es akzeptiert. Aber am nächsten Tag hat sie angerufen, zu sagen, Herr Robin, ich hätte Ihnen sagen müssen, ich kann nicht alleine in einem geschlossenen Raum arbeiten. Offset-Druck verlangt Genauigkeit, verlangt technische und künstlerische Begabung. Und da die Kunden oft besonders schnell beliefert werden wollen, müssen die Arbeitszeiten flexibel sein, sonst ist der Betrieb schnell weg vom Markt. Wenn das Arbeitsamt keine geeigneten Mitarbeiter findet, warum bildet Clark Robbins dann nicht einfach selbst Lehrlinge aus? Ja, gerne, wenn wir geeignete Lehrlinge finden könnten. Letztes Jahr hätten wir 2 einstellen können, aber haben keine geeignete Bewerbung gefunden. Und dieses Jahr haben wir einen, und er ist Kubaner.
Görlitz hat viele alte, stillgelegte Fabriken. Eine wurde mit erheblichen Fördermitteln zu einem Schulungszentrum umgebaut. Das Gebäude kann sich jetzt sehen lassen. Hier hat sich die Firma Multimedia Park Görlitz eingemietet, bietet Schulungen und Fortbildungskurse am Computer an. Eigentlich müsste es dafür im Raum Görlitz einen großen Bedarf geben. Verbessern solche Kenntnisse doch die Chance, einen Arbeitsplatz zu finden. Doch die meisten Kursteilnehmer kommen nicht aus eigenem Antrieb, sondern werden vom Arbeitsamt geschickt und bezahlt. Ohne diese Hilfe wäre das Unternehmen längst pleite. Ohne das Arbeitsamt wäre das Vorhaben Multimedia Park gar nicht umsetzbar. Die Einsicht in die Notwendigkeit, in Bildung zu investieren, ist sehr gering. Das betrifft sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Wir fahren durch die wenigen neuen Gewerbegebiete. Alles hier ist mit Fördermitteln gebaut und fast alle Mitarbeiter, die hier Beschäftigung fanden, wurden auf die eine oder andere Weise vom Arbeitsamt mitfinanziert. Ohne Staatsknete geht hier fast nichts. Und so hat sich ein Fördermechanismus entwickelt, der jede Form von Aus- und Weiterbildung dem Staat abverlangt. Das betrifft Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gleichermaßen. Und so fragen wir in der Industrie- und Handelskammer nach, wie es weitergehen soll. Fördermittel haben nun mal die Eigenschaft, dass es durchaus einen Gewöhnungsaspekt geben kann. Und es wäre sicherlich für die Region nicht hilfreich, wenn wir also ausschließlich über Förderung zu sogenannter Marktwirtschaft kämen. Es muss auch wieder die Marktwirtschaft an sich entstehen können. Die Unternehmen müssen begreifen lernen, dass sie also auch ohne Fördergelder ihren Markt erschließen und bearbeiten müssen. Und wenn dies nicht geht, dann müssen die Unternehmen entsprechend reagieren. Das kann die Schließung bedeuten und das kann die Verlagerung bedeuten. Für die Arbeitslosen, die sich hier im Arbeitsamt um die Angebote aus dem Computer scharen, sind das bittere Wahrheiten. Für sie heißt das, dass es in vielen Regionen Ostdeutschlands weder heute noch morgen jemals wieder eine nicht vom Staat bezahlte Arbeit geben wird. Eine Wahrheit, die von den Politikern aller Parteien beharrlich verschwiegen wird. Lieber legen sie wählerwirksam neue Förderprogramme auf, mit teilweise verheerenden Konsequenzen, wie zum Beispiel die direkten Lohnsubventionen. Was das in der Praxis bedeutet, davon können die Betroffenen in den Fluren des Arbeitsamtes Görlitz ein Lied singen. Wenn man bei dem Arbeitgeber vorstellig ist und dann sagt, dass man noch nicht die Förderungsfähigkeit erreicht hat, dann kriegt man wortwörtlich gesagt, es wird keiner bestätigen, aber man kriegt es gesagt, naja, wir müssten noch warten, bis Sie die Förderungsfähigkeit haben und dann könnten wir Sie ja einstellen für die Zeit. Also heißt es für die Zeit, die Sie förderungsfähig sind. Sonst ist wahrscheinlich schon wieder Schluss. Die Förderung zu Ende aus ist dann? Dann ist man auch wieder seinen Job los, auf Deutsch gesagt. Das ist so. Wie oft haben Sie das schon erlebt? Also bis jetzt habe ich es 3-mal erlebt. Was soll aus dem Arbeitsmarkt in Görlitz werden, wenn auch noch das letzte Haus mit Fördermitteln renoviert ist? Nur damit es Beschäftigung gibt, obwohl niemand da ist, der da wohnen könnte. Keiner kann sagen, wie viele Millionen oder sind es schon Milliarden Euro in der Region versenkt wurden und trotzdem blieb die Arbeitslosenzahl vernichtend hoch. Aufschwung Ost, finanziert von der Bundesanstalt für Arbeit. Das ist keine Lösung. In Ostdeutschland wurde sicherlich zu lange die Illusion genährt, dass mehr Geld, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Aufbau Ost zur Folge hat. Und dadurch wurde vorübergehend ein künstliches Wachstum geschaffen, Erwartungen geweckt, die einfach nicht durch Marktprozesse ersetzt werden können. Aber es wird noch schlimmer kommen. Die Überraschungen für den deutschen Arbeitsmarkt liegen auf der anderen Seite der Neiße in Polen. Und die Görlitzer spüren schon heute, was das einmal für ganz Deutschland bedeutet, wenn hier die Grenze fällt. In einem Metallbetrieb treffen wir auf den Kreishandwerksmeister. Und der erzählt uns, dass nicht nur Niedriglohnbereiche von der Abwanderung nach Osten betroffen sind, längst schwappen die polnischen niedrigen Lohnkosten bei gleicher Leistung auch nach Westen. Ja, gleiche Leistung, gehe ich mal davon aus, bei den polnischen Mitwettbewerbern kann man doch mit 50% oder noch darunter von dem Angebotspreis ausgehen.
Und wenn sich die Grenze für die polnischen Handwerker völlig öffnet? Wenn Sie das Thema anschneiden, was eigentlich zu befürchten ist mit der Öffnung der Grenze, dass in Großbetrieben sicherlich deutsche Arbeitskräfte durch polnische ausgetauscht werden, zu Billiglöhnen. Ich denke, das wird so kommen. Dieser Prozess wird mit Sicherheit auch nicht aufzuhalten sein. Ostgörlitz, jenseits der Neiße-Brücke, heißt jetzt Schorschelitz. 20.000 Einwohner hat das deutsche Görlitz seit der Wende verloren. Knapp 20.000 Einwohner hat Schorschelitz seither dazugewonnen. Und trotzdem ist die Arbeitslosenquote im polnischen Teil weniger als halb so hoch wie im deutschen Teil. Die blühende Wirtschaft in Schorschelitz beruht nicht zuletzt auf dem Lohn- und Preisgefälle rechts und links der Neiße. Die Konsequenzen für unseren Arbeitsmarkt anzusprechen, ist ein deutsches Tabu, ist politisch nicht korrekt. Und damit lösen wir das Problem nicht, im Gegenteil, wir machen uns etwas vor. Dabei zeigen selbst die Friseurbetriebe in Schorschelitz, was demnächst in Deutschland passiert. Bei Ludmilla kostet die Haarpflege nur halb so viel wie bei uns. Nach dem Beitritt der Ostländer in die EU werden die Dienstleistungen in Deutschland ganz legal auf ein niedrigeres Preisniveau gedrückt. Und das wird wohl ungefähr den heute gültigen Schwarzarbeitertarifen entsprechen. Morgen für morgen in Deutschland. Wenn Hunderttausende Handwerker zu ihren Kunden gehen, wird der Irrsinn auf dem deutschen Arbeitsmarkt offensichtlich, der mit für die Arbeitslosigkeit verantwortlich ist. Ein Irrsinn, der Auftraggeber und Handwerker gleichermaßen ärgert. Der Auftraggeber muss pro Montagestunde 46,20 Euro bezahlen. Aber nur 8,50 Euro netto verdienen der Elektriker Hans und der Installateur Franz pro Stunde. Wo der Rest bleibt, das rechnet uns Installateurmeister Otto Beitz vor. Der Geselle kostet ihn pro Stunde inklusive Arbeitgeberanteile 20,65 Euro. Nach den Ausgaben für Verwaltung, Büro, Telefon und so weiter liegt er schon bei 36,25 Euro. Für Wagnis und Gewinn berechnet Otto Beitz ganze 3,63 Euro und damit wird er alles andere als reich. Doch dann schlägt der Staat wieder zu mit 16% Mehrwertsteuer, also 6,37 Euro. So kommen für die Kunden 46,20 Euro pro Stunde zusammen und das ist vielen einfach zu viel. Die Schwarzarbeit hat also ganz einfache und logische Ursachen. Eine Szene, die sich so oder ähnlich tagtäglich vieltausendfach in Deutschland abspielt. Von uns natürlich nachgestellt. Denn wer will sich schon als Schwarzarbeiter outen, auch wenn Schwarzarbeit in ist? Installateur Hans und Elektriker Franz entdecken in der Pause, dass sie ihre Fähigkeit noch gegenseitig nutzen können. Der Installateur hat bemerkt, dass in seinem Treppenhaus das Licht nicht funktioniert und der Elektriker hat Probleme mit seinem Ölbrenner. So beschließen die beiden, sich gegenseitig nach Feierabend zu helfen. Würde Elektriker Franz für seine Stunde Arbeit den vollen Handwerkersatz berechnen, dann müsste sein Freund, der Installateur Hans, dafür volle 4 Stunden netto arbeiten. Aber würde auch er für seine Stunde Arbeit die volle Rechnung stellen, müsste auch der Elektriker wieder 4 lange Stunden netto arbeiten, um die Rechnung begleichen zu können. Also beschließen sie, eine Stunde Arbeit mit einer Stunde Arbeit zu bezahlen. Das macht zwar Sinn, aber es ist gesetzeswidrig, es ist Schwarzarbeit. 4 Stunden arbeiten, um eine Stunde Arbeit bezahlen zu können, genau in dieser wirtschaftlichen Unvernunft liegt der Grund, dass Schwarzarbeit blüht und gedeiht. Sie ist für den Einzelnen wirtschaftlich vernünftig. 350 Milliarden Euro werden so jährlich in der Schwarzarbeit in Deutschland umgesetzt. Das sind umgerechnet 7 Millionen Vollbeschäftigte. Rein rechnerisch gibt es keine Arbeitslosigkeit in Deutschland. 7 Millionen Schwarzarbeiter haben 7 Millionen Auftraggeber. Und so ist ständig ein 1/5 der gesamten Bevölkerung unseres Landes mit Schwarzarbeit beschäftigt. Und alles, was bisher diskutiert wurde, ist noch nicht einmal im Ansatz geeignet,
die Ursachen der Schwarzarbeit zu beseitigen. Mit regulären Arbeitskräften geht hier schon lange nichts mehr. Alle Jahre wieder im Herbst Traubenlese für den viel besungenen deutschen Wein. Für das Weingut Beiser aus Bingen am Rhein arbeiten im Oktober 2002 Italiener, Rumänen, Mazedonier, Türken und Chinesen. Diese bunt gemischte Völkertruppe ist für den Arbeitgeber eine arbeitsmarktpolitische Herausforderung. Sie spiegelt die Irrwege wider, auf denen sich der deutsche Arbeitsmarkt hoffnungslos verlaufen hat. Jeder hier hat einen anderen Status und wird nach anderen Regeln bezahlt. Für die deutschen Winzer ist es Jahr für Jahr ein Hürdenlauf, pünktlich zur Ernte aus aller Herren Länder die nötigen Helfer zusammenzubringen. Es fällt auf, dass sich dein einziger deutscher Mitarbeiter hier bei der Traubenernte zu finden ist. Es gibt keine Deutschen mehr, die Trauben ernten. Ja, bei 4 Millionen Arbeitslosen ist das kaum zu glauben. Es ist niemand mehr, der sich meldet, um Trauben zu lesen. Wie viel gäbe es denn da pro Stunde? In Euro 5,80, 6 Euro ungefähr. Auf die Hand, oder? Auf die Hand. Und das Arbeitsamt? Die Vermittlungen vom Arbeitsamt, die sind insofern erfolglos, die zu vermitteln, die melden sich überhaupt nicht. Oder wenn sie sich melden und dann erzählen sie, sie haben Kreuzschmerzen oder ähnliches, dann sind sie also für diese Sache nicht einsetzbar. Nun liegt der Winzerbetrieb in Rheinland-Pfalz und in diesem Bundesland gibt es das sogenannte Mainzer Modell. Das besagt, wenn ein Arbeitgeber einen Langzeitarbeitslosen einstellt, bekommt die Firma bis zu 500 Euro Zuschuss im Monat. Das haben wir auch schon probiert, ja. Zu Genüge. Dann, der eine, der hat von einem Jahr 5 Monate gearbeitet und der andere hat nach 3 Monaten und 3 Tagen sich abgemeldet. Ja, und was sagt dann das Arbeitsamt oder das Modell dazu? Die können gar nichts dazu sagen. Mit dieser Auskunft wollen wir uns nicht zufrieden geben und fahren zum zuständigen Mainzer Arbeitsamt. Bei über 4 Millionen Arbeitslosen in unserer Republik können wir einfach nicht glauben, dass es für den Betrieb keine dauerhaft festangestellten Schlepperfahrer und keine Saisonarbeiter geben soll. Diese Stellen nämlich haben die Winzer dem Arbeitsamt gemeldet. Also wir haben bei uns in der Region folgende Ausgangssituation. 2400 Betriebe haben zurzeit in diesem Jahr ungefähr 8300 Mitarbeiter, die im Saisongeschäft aus den angrenzenden Ostländern auf uns zukommen. Das ist seit Jahren eine fast stabile Größe. Ja, und wie viele Arbeitslose haben Sie? Wir haben 19.500 Arbeitslose im Gegenzug in unserer Region. Problem erkenne ich, warum bringt man die nicht zusammen? Ja. Gibt ein paar Gründe dafür. Ein Grund ist, die Entlohnung in der Landwirtschaft ist auf sehr niedrigem Niveau. Das heißt, wir haben ungefähr Stundensätze von 5 Euro. Wenn Sie die normalen Abzüge, Sozialversicherung, Rente, Kranken- und Arbeitslosenversicherung und die Überlegungen mit hinzufügen, dass Sie Abzüge machen müssen an Steuern eventuell, dann kommt ein Nettogehalt raus, das unter dem Sozialhilfeniveau ist oder unter dem Arbeitslosengeld, das wir zur Verfügung stellen, das wir bezahlen. Fazit? Wäre die Traditionswinzerei auf Deutsche angewiesen, gäbe es keinen deutschen Wein mehr, trotz 4 Millionen amtlich registrierter Arbeitsloser und Millionen Beschäftigter mit niedrigem Einkommen, die sich in der Erntesaison einige 100 Euro hinzuverdienen könnten. Aber dank der hohen Sozialabgaben und Steuern lohnt sich das für Deutsche nicht, nur für Ausländer. Genau da will der reformfreudige Vorstandsvorsitzende der Nürnberger Arbeitsamtsbehörde ansetzen. Sein Vorschlag? Es muss nicht mehr das Arbeitsamt nachweisen, dass ein Arbeitsplatz zumutbar ist, sondern der Arbeitslose muss nachweisen, warum diese Arbeit für ihn nicht zumutbar ist. Und ähnliche Veränderungen müssen zu einem Paradigmenwechsel führen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass der Übergang von Nichtarbeit zu Arbeit anders gestaltet wird. Mit anderen Worten, Arbeit muss sich lohnen, auch wenn sie nur ein paar hundert Euro bringt. Also lieber großzügig sein bei Kleinverdienern
weniger Belastungen, geringere Sozialabgaben als ab 400 Euro bereits mit der vollen Sozialabgabenpflicht, wie das früher der Fall war, die Arbeitsaufnahme eher zu behindern. Im westhessischen Lahn-Dill-Kreis treffen wir auf ein Unternehmen, das die Vorstellungen von Florian Gerster für längst überfällig hält. Die Firma Holzapfel in Sinn hat nämlich ein ernstzunehmendes Problem. 120 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, das sich auf Galvanisierungsarbeiten spezialisiert hat und dabei so hochwertige Qualität abliefert, dass es keinen europäischen Billigkonkurrenten fürchten muss. Mitten in der Krise herrscht hier Hochbetrieb. Und trotzdem kann Holzapfel nicht weiter wachsen. Wir suchen zurzeit sehr intensiv nach Fachkräften und auch nach Auszubildenden für unser Unternehmen. Wir könnten zurzeit ca. 20 bis 25 Mitarbeiter einstellen. Und was? Warum geht das nicht? Kaum zu glauben bei 4 Millionen Arbeitslosen. Es ist mit Sicherheit so, dass der Galvaniseur nicht unbedingt der Traumberuf von jedem ist. Auf der anderen Seite arbeiten wir im Schichtbetrieb, teilweise über 7 Tage, 24 Stunden. Und ich kann mir vorstellen, dass das doch den einen oder anderen Bewerber davon abhält, bei uns sich zu bewerben bzw. sich einstellen zu lassen. Und was sagt das Arbeitsamt dazu? Das Arbeitsamt bemüht sich redlich, aber kann uns da auch nicht weiterhelfen. Die Löhne? Je nach Qualifikation und Arbeitsplatz reichen sie von 9 Euro bis 15 Euro brutto pro Stunde. Gehören also zum guten Mittelfeld in Deutschland. Die Firma Holzapfel würde auch noch gerne mehrere Lehrlinge einstellen. Die finden sich nur schwer, weil sie zur Berufsschule ins 140 Kilometer entfernte Solingen müssen. Irgendetwas läuft da schief in unserem Land, wenn Arbeit, die vorhanden ist und die gut bezahlt wird, nicht mehr zumutbar ist. Firmeninhaber Blas verfolgt deshalb die Diskussion um den Arbeitsmarkt mit großer Skepsis. Jede Milliarde Euro für arbeitsmarktpolitische Subventionen sieht er als pure Verschwendung. Ich sehe vor allen Dingen keinen Ausweg bei den Subventionen, weil ein unmotivierter Mitarbeiter wird auch durch Subventionen kein Genie. Im brandenburgischen Bernau sind Arbeitsplätze so rar, dass niemand mehr feststellen kann, wie viele der Arbeitslosen sich in der Statistik verstecken und wie viele sich nichts sehnlicher wünschen als einen Job. Jeden Morgen in der kleinen privaten Vermittlungsagentur Arbeit in Europa. Im Briefkasten Dutzende von Bewerbungen für einen Job in den Niederlanden. Eine kleine Anzeige hatte die Agentur geschaltet. Über 600 Bewerbungen sind eingegangen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Aber nicht nur die Niederlande, auch Österreich steht hoch im Kurs. Alles Staaten, deren Lebensverhältnisse durchaus mit Deutschland zu vergleichen sind, die aber nicht von der Massenarbeitslosigkeit betroffen sind und sogar über Arbeitskräftemangel klagen. An diesem Morgen erkundigt sich Ron Kramer, ob Arbeit für Europa wieder einen Job für ihn hat. Es ist das zweite Mal, dass er wegen schlechter Auftragslage seiner Firma arbeitslos wird. Obwohl die Unternehmen mit ihm zufrieden waren, musste er dennoch gehen. Also in der ersten Firma bin ich gekündigt worden, weil Stellenabbau an der Tagesordnung stand. Die Firma hatte angefangen mit 142 Leuten 1997, wo ich dort angefangen habe. Habe meine Lehre dort begonnen, die Lehre dort auch abgeschlossen. Und dann wurden nach und nach Stellen abgebaut. Und nach sozialen Gesichtspunkten wurden dann die jüngsten Leute entlassen, ohne Familie, ohne Kinder. Ron Kramer hat die Nase voll vom deutschen Sozialstaat, der ihn am Arbeiten hindert. In den nächsten 14 Tagen wird er seine Probezeit in den Niederlanden beginnen. Ein junger, aktiver Mensch weniger in Ostbrandenburg. Was machen die Niederlande nur anders als wir? Auch dort gibt es eindrucksvolle Bürokomplexe, die sich durchaus mit der Nürnberger Trutzburg messen können. Aber das sind keine Beamten tätig, das sind private Arbeitsvermittlungsunternehmen. In diesem Komplex sitzt die Zentrale von Randstad, wo 35.000 Arbeitnehmer unter Vertrag stehen, die als Zeitarbeiter an andere Unternehmen ausgeliehen werden. So wie hier in der Innenstadt von Hilversum wetteifern in den Niederlanden mehr als ein Dutzend Agenturen um Arbeitssuchende. Glaubt man den Anzeigen, leben die Arbeitnehmer regelrecht im Paradies und können zwischen einer Vielzahl von Angeboten auswählen. Die Statistik untermauert diesen Eindruck.
Die Arbeitslosenquote in den Niederlanden liegt unter 3%. Wir sind dabei, als sich Erwin von Rijswijk von seiner Zeitarbeitsfirma Randstad abmeldet. Nach 3 Monaten schon hat ihm seine neue Firma einen Dauerarbeitsplatz angeboten, den er annehmen wird. Dafür zahlt diese an Randstad eine Ablösesumme. Die Vermittlerin über die Zahl der Klienten, die sie betreut, und die Zahl der Firmen, für die sie Arbeitnehmer sucht. Ich betreue ca. 35 Personen in meiner Gruppe. Und wie viele Auftraggeber haben Sie? Wir haben sehr viele Auftraggeber, weil wir in unserer Gruppe mehrere Branchen zusammengefasst haben. Also 200 Firmen betreuen wir schon. Erwin von Rijswijk arbeitet jetzt bei einem privaten Müllabfuhrunternehmen. Seine Geschichte ist typisch für die Situation in den Niederlanden. Er hatte seinen alten Job gekündigt, ging zu einer Zeitarbeitsfirma, ließ sich dort an verschiedene Unternehmen vermieten und blieb dann dort, wo es ihm gefiel. Übrigens, 2000 Euro Prämie erhält er, wenn es ihm gelingt, noch einen Kollegen an seine Firma zu vermitteln. In diesen dicken Mappen sind die Vorschläge für Deutschland, die sich auch am niederländischen Vorbild orientierten. Peter Harz, vom Kanzler geholt, hatte sie in seiner Kommission erarbeitet. Eine Zeit lang vor der Wahl beherrschten sie die Tagespolitik, aber jetzt ist es wieder sehr ruhig um ihn und seine Vorschläge geworden, denn seine Ideen, die er von den Niederlanden übernehmen wollte, wurden heftig eingedeutscht. Hauptunterschied: Statt privater Unternehmen sollen vor allem die 90.000 Beamten und Angestellten der Bundesanstalt für Arbeit die Vermittlung leisten. Das Amt mutiert zum Jobcenter. Aber statt 35, wie in unserem holländischen Beispiel, muss jeder Arbeitsamtsbeamte mehrere 100 Jobsuchende betreuen. Und während in den Niederlanden dies die Unternehmen bezahlen, blecht in Deutschland wieder der Steuerzahler. In Göttingen haben wir eine Unternehmerin besucht, die einen erfolgreichen mittelständischen Betrieb für Haustechnik führt. Sie beschäftigt knapp unter 200 Mitarbeiter und ist voll den deutschen Arbeitsmarktregeln ausgeliefert. Andrea Rustad zeigt uns, wie sie dadurch gezwungen wird, Arbeitsplätze abzubauen oder gar nicht erst zu schaffen. Das ist unsere Unternehmerbibel, die uns Unternehmer zu Unterlassern umfunktioniert. Unsere Entscheidungen werden durch diese Gesetzesflut nach außen gebracht, außerhalb des Betriebes. Aber die Verantwortung für jeden Arbeitsplatz, die müssen wir tragen. Eine dicke Schwarte, die bis ins Detail regelt, welche Pflichten Arbeitgeber und welche Rechte Arbeitnehmer haben. Eine Schwarte, die vor allem für Mittelständler das Unternehmerdasein zu einem Drahtseilakt macht, bei dem viele abstürzen. Bei einem Gang durch das Unternehmen zeigt sich auf Schritt und Tritt, wie dieses Regelwerk sich auch zum Nachteil der Arbeitnehmer und damit für die Beschäftigung auswirkt. Wenn Frau Rustad durch die Abteilungen läuft, in denen Lehrlinge ausgebildet werden, dann kommt sie überall an nicht besetzten Arbeitsplätzen vorbei. Das war bis vor 3 Jahren noch anders. Eigentlich war sie immer stolz darauf, junge Menschen auszubilden. Auswirkung Betriebsverfassungsgesetz. Wir waren vor 3 Jahren 58, jetzt sind wir nur noch 43 Auszubildende. Für mich die einzige Möglichkeit, unter 200 Mitarbeiter zu kommen, um kein freigestelltes Betriebsratsmitglied zu haben. Das sind Kosten, die ich heute im Markt nicht durchsetzen kann. Das IG Metall-Mitglied Erhard Renzihausen, der Betriebsratsvorsitzende. Er hätte gerne mit seiner Chefin eine Vereinbarung getroffen und auf seine Freistellung verzichtet, wenn dadurch auch noch mehr Lehrlinge eingestellt werden könnten. Nur das erlaubt das Gesetz nicht. Er will auf keinen Fall freigestellt werden, schon wegen der Kollegen nicht. Ich würde ja wahrscheinlich nicht mehr so beliebt sein wie vorher. Ich will vielleicht der unbeliebteste Kollege sein, der im Betrieb arbeitet. Und schließlich muss man ja auch auf jeden Fall bleiben. Wenn man sieht, was auf dem Markt los ist, ist das heute gar nicht mehr so einfach. In der Werkstatt ist Daniel Brüller zu Besuch, fragt, wie seine Chancen stehen, wieder eingestellt zu werden. Er hat bei Rustrad gelernt und das Unternehmen war sehr zufrieden mit ihm. Aber dann kam die Bundeswehr und ein längerer freiwilliger Aufenthalt in Kanada. Befristet wäre jetzt Arbeit für ihn da. Aber das Gesetz sagt,
Weil er schon einmal vor Jahren bei Rustrat war, darf er nur noch unbefristet eingestellt werden. Ich würde ihn gern beschäftigen aufgrund seiner Arbeitsleistung und seines Arbeitswillens. Wir werden ihn sicherlich befristet einstellen, aber dann nur mit einer persönlichen Vereinbarung, dass wir das Gesetz der befristeten Arbeitsverträge umgehen. Und ich lasse es dann auf den Musterprozess drauf ankommen. Die Hauptverantwortung für die Situation liegt von meiner Perspektive aus gesehen bei den Gesetzgebern. Denn normalerweise diese Gesetze sind dazu da, um die Arbeitnehmer zu schützen, machen aber im Moment genau das Gegenteil. Die beiden werden einen Arbeitsvertrag abschließen, der eigentlich ungültig ist. Aber die kämpferische Unternehmerin will die starren Arbeitsmarktregeln einfach nicht akzeptieren, die einen jungen Mann arbeitslos machen. Sie führt uns auch noch zu einem Kandidaten, der nach der gesetzlich vorgeschriebenen Sozialauswahl einer der ersten sein könnte, wenn sie einmal Leute entlassen müsste, sollte die Konjunktur noch mehr einbrechen. Sie selbst hat auf solche Personalentscheidungen keinen Einfluss. So lernen wir Ralf Diesepp kennen. Warum ist er ein Entlassungskandidat? Ja, er hat keine Schutzrechte, er ist weder schwerbehindert. Er ist relativ kurz hier im Unternehmen, ist noch jung, leistungsfähig. Aber das Einzige, was ihn schützt, sind seine zwei Kinder. Wie komme ich da eigentlich vor dabei? Ich will ja aufgrund meiner Leistungsfähigkeit im Betrieb verbleiben, nicht weil ich zwei Kinder habe. Die leeren Schreibtische bei Rustrat machen eines klar. Der Gesetzgeber hat vergessen, dass Unternehmer nur so lange Mitarbeiter einstellen, solange die einen Mehrwert schaffen und nicht mehr Geld kosten, als sie erwirtschaften. Und Unternehmer machen nur so lange ihre Betriebe nicht dicht, wie sich die Selbstständigkeit lohnt. Rund 40.000 Pleiten und die ansteigende Arbeitslosenzahl zeigen, dass die Politik den Kontakt zur betrieblichen Wirklichkeit verloren hat. In Lübeck treffen wir den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger Unternehmer in Deutschland, Max Schön. Für seine Firmen haftet er wie viele Mittelständler mit seinem persönlichen Vermögen und deshalb hat er auch im Ausland investiert. Jetzt kann er vergleichen, wo seine Investitionen sicherer angelegt sind. Zuerst besuchen wir die Lagerhallen seines Stahlhandels für Norddeutschland. Die Geschäfte gehen mal so und mal so, sind extrem von der Konjunktur und der Witterung abhängig. Die Stammbelegschaft ist deshalb klein. Und die Auftragsspitzen werden mit Leiharbeitern abgedeckt. Leiharbeiter kosten uns heute doppelt so viel wie ein normaler Mitarbeiter bei uns. Dazu kommen sie nicht flexibel, müssen eingearbeitet werden. Die ganze Leier, also viel lieber mit eigenem Personal, gar kein Thema. Warum machen sie es dann nicht? Ja, weil sie können sie sich nicht leisten. Wenn sie heute für sechs Wochen Arbeit haben, können sie nicht für ein Jahr oder für zwei Jahre bei den Kündigungsschutzgesetzen, die sie heute haben, jemand einstellen. Das geht schlichtweg nicht. Also sind es die Kündigungsschutzgesetze? Das sind die Kündigungsschutzgesetze. Das sind die Vorschriften, die wir heute haben, die uns die Flexibilität schlichtweg einfach nehmen. Geht nicht. So werden in Deutschland festangestellte Mitarbeiter zum Geschäftsrisiko und Leiharbeiter treiben die Kosten nach oben. Beides fördert nicht gerade die Konjunktur. Und weil die Konjunktur dank dieser hausgemachten Probleme immer mehr lahmt, gehen die Geschäfte schlechter. Gehen die Geschäfte schlechter, werden weniger Mitarbeiter benötigt. Ein Teufelskreis. Und weil Max Schön sich von dieser deutschen Wirtschaft allein nicht abhängig machen will, sucht er nach neuen Märkten. Ich würde am liebsten in Deutschland investieren, aber am meisten investieren wir zurzeit in Dänemark und im Baltikum. Es ist relativ unbekannt, was in der Zukunft bewegt werden soll, zeichnet sich noch nichts ab und wir ersticken in Regelung und Bürokratie. Aber jetzt soll mit einem 15 Milliarden Euro Programm die Konjunktur angekurbelt werden. Hilft das nicht auch Ihrer Branche? Es löst das aus, was es bei jedem Menschen auslöst. Man läuft dem Geld hinterher. Tatsächlich sollten wir aber den Märkten hinterherlaufen, gute Ideen umsetzen, Neues anpacken, anstatt zu sagen, wo kann ich irgendein Finanzprogramm optimieren. Von Lübeck nach Aalborg in Dänemark. Hier in Nordjütland, eigentlich abseits der europäischen Zentren, besuchen wir das dänische Stahlhandelsunternehmen, an dem Max Schön beteiligt ist. Und beim Blick über die Stadt wird gleich deutlich, dass auch andere deutsche Unternehmen die Vorteile Dänemarks zu schätzen wissen und bei unserem nördlichen Nachbarn kräftig investiert haben. Sanistal heißt der Stahlhandel in Aalborg
Und anders als in Deutschland wächst das Unternehmen jährlich mit zweistelligen Zuwachsraten. Und das, obwohl auch Dänemark kräftig von der Weltwirtschaftsflaute betroffen ist. Nicht zuletzt, weil sie von Deutschland herüberschwappt. Doch die vielen mittelständischen Unternehmen im Industriegebiet von Aalborg trifft die Krise nicht ins Mark. Die Firmen sitzen auf einer hohen Eigenkapitalquote, das heißt, sie haben viel Cash in der Kasse, weil sie niedrig besteuert werden. Es ist so in Dänemark, dass unser Gewinn wird mit 30% besteuert. Aber wo kommt denn dann der Ruf her, dass Dänemark ein Hochsteuerland ist? Das ist so, dass privat wer die Dänen ganz hoch besteuert. Zum Beispiel wäre ich mit 67% besteuert. Und Mitarbeiter, glaube ich, ein bisschen weniger, aber trotzdem im Vergleich zum Deutschland, glaube ich, ganz hoch besteuert. Aber in der Steuer ist dann die Krankenversicherung und die staatliche Rente alles schon mit drin. Das ist wahr. In unserer Situation wird alle staatliche Leistungen wie Krankenhaus, Ausbildung, Renten und so weiter von den Staat bezahlt. Aus dieser Einsteuer heraus. Gibt es auch noch einen Arbeitgeberanteil? Es gibt keinen Arbeitgeberanteil. Die Mitarbeiter bezahlen alle Rente selbst. Wie hoch sind die Lohnnebenkosten in Dänemark? Die Lohnnebenkosten in Dänemark wird ganz niedrig. Es ist im Moment herum 5,5% im Total. Das ist alles? Das ist alles, was wir muss bezahlen. Dann können wir ja freiwillig mehr bezahlen, wenn wir das wünschen. Hohe Eigenkapitalquote und niedrige Lohnnebenkosten. Das sind nur zwei Wettbewerbsvorteile, warum es Sanistal so gut geht. Im Lager treffen wir Volker Czerwonka, einen Berliner, den die Liebe nach Aalborg verschlagen hat. Wie alle Beschäftigten in Dänemark unterliegt auch er einer wöchentlichen Kündigungsfrist, die sich erst nach langer Betriebszugehörigkeit auf einen Monat erhöht. Aber darin sieht er für sich nach vielen Jahren in Dänemark keinen Nachteil mehr. Der Zwang zur Eigeninitiative, der ist größer hier. Die Kündigungsfristen sind kürzer. Das heißt, man kann sich nicht auf seinem Arbeitsplatz ausruhen. Dann würden Sie sich trotzdem hier sozial abgesichert fühlen? Ja, würde ich. Ich fühle mich abgesichert hier. Zusammen mit Volker Czerwonka arbeitet seine Kollegin Wiebige Sörensen in der Disposition. Die ledige Mutter eines 12-jährigen Jungen hat die Vor- und Nachteile des dänischen Arbeitsmarktes kennengelernt. Wir begleiten sie nach Hause. Bei rund 3.000 Euro Monatsgehalt und 39% Steuern reicht es nicht für ein Auto. In den Steuern sind aber alle Abgaben für die Renten- und Krankenversicherung enthalten. Zusätzlich sind noch 100 Euro monatlich für die Arbeitslosenversicherung fällig. Wiebige Sörensen lebt in einem mit öffentlichen Mitteln geförderten Mietshaus einer Wohnungsbaugesellschaft. Sie muss keine Angst davor haben, dass sie einmal nicht in der Lage sein könnte, diesen Lebensstandard zu halten. Auch nicht, wenn sie, was in Dänemark ja möglich wäre, kurzfristig arbeitslos würde. Dann bekäme sie 90% ihres letzten Gehaltes als Arbeitslosenunterstützung. Das hat sie schon einige Male hinter sich gebracht. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit beginnt dann die gesetzliche Arbeitspflicht. Bis zum 25. Lebensjahr sogar schon nach einem halben Jahr. Davor bewahrt sie auch ihr Kind nicht. Sanistal erweitert zurzeit in der Nähe von Kopenhagen sein Zentrallager für die dänische Hauptstadt. 17 neue Mitarbeiter braucht das Unternehmen, die in der Lage sind, alle Tätigkeiten auszuführen, die in einem solch riesigen Lager notwendig sind. Dazu gehört der Umgang mit Barcodes, das Zusammenstellen von sehr unterschiedlichen Bestellungen und nicht zuletzt das Fahren mit Gabelstaplern. Sanistal hat seinen Mitarbeiterbedarf beim Ausbildungszentrum des Arbeitsamtes angemeldet. Hier werden Arbeitslose mit öffentlichen Mitteln geschult. Die Jobcenter sind spezialisiert. Dieses hier bildet zum Beispiel Arbeitslose,
für die schon eine Arbeitspflicht besteht, als Lagerarbeiter aus. Sie lernen dabei unter anderem mit Gabelstaplern umzugehen, und zwar mit allen Produkten, die damit transportiert werden können. Unter diesen 30 Arbeitern wird Sanistan seine neue Belegschaft aussuchen. Und dabei kann das Unternehmen sicher sein, dass jeder Bewerber, der ihm von den Arbeitsbehörden zur Vorstellung geschickt wird, für den angebotenen Job die richtige Qualifizierung mitbringt und auch arbeitswillig und arbeitsfähig ist. Davon sind wir in Deutschland noch Lichtjahre entfernt. Für die Dänen haben sich die brutalen Reformen des Wohlfahrtsstaates ausgezahlt. Mit rund 5% Arbeitslosigkeit werden sie im Jahr 2006 schuldenfrei sein und dann rund 20% ihres Haushaltes zusätzlich in die Bildung stecken können, um ihr rohstoffarmes Land noch wettbewerbsfähiger zu machen. Und das bei einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote der Unternehmen von 40%. Unsere Unternehmen haben noch nicht einmal die Hälfte. So machen uns die Dänen vor, was wir nicht schaffen. Es soll aber wieder aufwärts gehen, hat die Regierung verkündet, im März 2003. 15 Milliarden Euro für die Konjunktur, davon die Hälfte für die Städte, damit sie wieder investieren können, hat sie versprochen. Rund um Mainz haben wir uns umgeschaut. Es ist ja nicht so, dass hier nicht gebaut würde. Auch die Stadt Mainz investiert, lässt gerade ein neues Sport- und Freizeitbad hochziehen. Der deutschen Arbeitslosenstatistik hat es aber nicht geholfen. Ich verstehe deutsche Sprache, nein. Ich sprach Polen. Ja. Jeder super, ich verstehe. Es ist nicht politisch korrekt, ein Tabu darüber zu reden, dass Hunderttausende Ausländer, die nicht aus der europäischen Gemeinschaft kommen, ganz legal in Deutschland arbeiten, weil sie viel billiger sind. Ob öffentliche oder private Gelder verbaut werden, solange ein deutscher Bauarbeiter ca. 40 Euro kostet und weniger als 10 Euro netto in der Tasche behält, der ausländische Kollege aber 20 Euro kostet und er davon sogar 15 Euro nach Hause trägt, so lange hilft ein Konjunkturprogramm unserer Nachbarstaaten und der Schwarzarbeit, aber nicht der Arbeitslosenstatistik. Auf die Plätze, fertig, los. An diesem monatlichen Ritual in der Nürnberger Bundesanstalt wird sich wohl nichts ändern. Und so werden sich auch weiterhin die Journalisten auf die neuen Horrorzahlen stürzen, um dem Volk zu berichten, wie weit die Realität des Arbeitsmarktes von den Märchen der Regenten entfernt ist. So bleibt nur die Hoffnung, dass eines Tages ein mutiger Ritter vorbeikommt, das dornige Regelwerk durchschlägt und die Burg stürmt. Aber noch hat kein Ritter im ganzen weiten Land auch nur sein Pferd gesattelt. Und so nimmt auch dieses Märchen kein glückliches Ende, weil es keine mutigen Ritter gibt und die Geschichtenerzähler einfach nicht aussterben. Verstehen Sie Spanisch?